Weltweit notieren weiterhin über 13 Billionen US-Dollar an Anleihen negativ. Wir gehen vor allem aufgrund der hohen Verschuldungssituation diverser Nationen von einem Lower-for-Longer-Zinsumfeld aus. In diesem Marktumfeld sind Aktien verhältnismäßig deutlich attraktiver bewertet. Aufgrund eines leichten Zinsanstieges seit Jahresbeginn sind vor allem defensive Titel an den Börsen unter Druck gekommen. Wir glauben allerdings, dass es gerade für langfristig interessierte Investoren momentan attraktiv ist, in hochqualitative Titel zu veranlagen. Im Wiener Privatbank European Equity Fonds sind deshalb unsere größten Positionen momentan unter anderem Unilever und Reckitt Benckiser oder auch Louis Vuitton. In diesem Fonds liegt der Fokus nach wie vor auf dividendenstarken Aktien. Bei der Einzeltitelauswahl spielen auch Nachhaltigkeitskriterien eine sehr wichtige Rolle. Im Wiener Privatbank European Property Fonds investieren wir paneuropäisch, das heißt auch inklusive Großbritannien beispielsweise, in Immobilienaktien. Diese Immobilienaktien können Büros, können Wohnungen, kann Logistik, Hotel, alle möglichen Subsektoren umfassen. Besonders stark, weil wir den Sektor für besonders attraktiv halten, sind wir aktuell im Wohnbereich mit knapp einem Drittel des Fonds investiert. Besonderen Wert legen wir bei der Einzeltitelauswahl im Fonds vor allem auch auf die Bewertung der einzelnen Firmen. Immobilienaktien sind gerade besonders attraktiv an der Börse bewertet, da beispielsweise in unserem Fonds die Wohnungen und Büros 20% billiger sind als die Immobilien am Markt momentan bewertet werden. Mit dieser Strategie, der wir weiterhin treu bleiben, haben wir es geschafft, seit 2013 über 10% per anno für unsere Anleger im Fonds zu erwirtschaften.